Beyoncé-Fan, hm? Sorry. Was? Kannst ja nichts dafür, dass du dumm bist. Freunde der Sonne, was hört ihr eigentlich für Musik? Leute, die Indie und Rock hören, sind intelligenter als Leute, die Hip-Hop und R&B hören. Das sagt diese Grafik, zusammengestellt von dem Programmierer Virgil Griffith. Virgil verglich über 1300 amerikanische Colleges im Hinblick auf zwei Parameter. Erstens, welche Musik ist an einem bestimmten College besonders beliebt? Mit Hilfe von Facebook fand er heraus, welches die 10 beliebtesten Musiker, Bands oder auch Musikrichtungen an dem jeweiligen College waren. Zweitens, wie schlau sind die Studierenden an einem bestimmten College? Einen Hinweis darauf gibt der durchschnittliche SAT-Score. Die SAT-Tests sind standardisierte Uni-Zulassungstests, die man abschließen muss, um an einem College angenommen zu werden. Um in Harvard angenommen zu werden, braucht man zum Beispiel besonders hohe SAT-Scores. Und die durchschnittlichen SAT-Scores kann man bei jedem College öffentlich einsehen. Mit diesen Daten schaffte Virgil das Projekt Music That Makes You Dumb, indem er die Musiker, Bands und Genres dem durchschnittlichen SAT-Score zuordnete. Und dabei ergaben sich interessante Zusammenhänge. Beethoven-Fans, mit Abstand die schlauesten. Auch noch ganz schlau, Fans von Radiohead oder U2. Am dümmsten Lil Wayne-Fans. Beyoncé-Fans auch nicht viel schlauer. Was? Beeinflusst unsere Intelligenz, welche Musik uns gefällt? Ich bin so intelligent, ich vertrage nur Mozart. Und Jazz natürlich. Oder ist es andersrum? Hat mein Musikgeschmack einen Einfluss auf meine Intelligenz? Ich weiß nicht mehr, was 2 plus 2 ist. Mal abgesehen davon, dass Schulnoten nicht das gleiche sind wie Intelligenz, muss man hier sagen, weder noch. Zwischen Musikgeschmack und Schulnoten besteht hier nur eine Korrelation, also nur ein Zusammenhang. Nicht unbedingt eine Kausalität, also eine Ursache. Korrelation und Kausalität sind nicht das gleiche. Beispiel: Im Sommer ziehen Menschen kürzere Sachen an. Dieser Zusammenhang ist kausal. Wärmeres Wetter führt zu luftigeren Klamotten. Wenn jetzt im Sommer Menschen aber gerne Crop-Tops tragen, dann ist das höchstens, ich sag mal, halb kausal. Wärmeres Wetter führt nicht automatisch zu Crop-Tops. Wärmeres Wetter führt lediglich zu kurzen Klamotten. Und weil Crop-Tops gerade in Mode sind und kurz, gehen sie mit warmem Wetter einher. Aber sagen wir jetzt mal, die Trendfarbe des Sommers 2018 sei grün und alle laufen in grünen Klamotten rum, dann wäre es natürlich komplett falsch zu folgern, dass warmes Wetter zu grünen Klamotten führt. Wie nah jetzt Korrelation und Kausalität zusammenhängen, hat also immer was mit dem Kontext zu tun. Das alles weiß Virgil Griffith übrigens auch selbst, für ihn war das Ganze eher ein Witz. Denn selbst wenn eine Vorliebe für Hip-Hop einhergeht mit schlechteren Noten, heißt das nicht automatisch, dass Hip-Hop schlechte Noten verursacht oder andersrum. Korrelationen können aus reinem Zufall entstehen. Zum Beispiel korreliert der jährliche Pro-Kopf-Käsekonsum mit der Anzahl der Todesfälle durch Verheddern im Bettlaken. Moment mal, mehrere hundert Leute sterben durch Verheddern im Bettlaken? Ich glaube, die Quelle muss man nochmal prüfen. Heißt das jetzt, Käse verursacht Verheddern im Bettlaken? Unwahrscheinlich. Oder andersrum, führen solche Todesfälle zu einem höheren Käsekonsum? Wohl kaum. Auch sehr schön, die Anzahl der Filme mit Nicolas Cage korreliert mit der Anzahl der Todesfälle durch Ertrinken in Pools. Was? Also Korrelationen können reiner Zufall sein, müssen es aber nicht. Gehen wir zurück zum Hip-Hop und den schlechten Noten. Hier ein paar unvollständige Überlegungen. Schlechte Schulleistungen korrelieren mit Armut und einem schwächeren sozioökonomischen Status. Hip-Hop ist eine Musikrichtung, deren Kultur aus einer Unterdrückung heraus entstand und oft Gewalt oder Kriminalität thematisiert. Zwei Dinge, die ebenfalls korrelieren mit einem schwächeren sozioökonomischen Status. Hip-Hop und schlechte Schulnoten können also durchaus logisch verknüpft sein, allerdings in einem deutlich komplexeren Netz aus Zusammenhängen. Es ist also falsch, pauschal zu denken, Korrelationen sagen nichts aus. Korrelationen können nicht nur aussagekräftig sein, sondern sind in manchen Forschungsbereichen das Beste, was man hat. Beispiel Ernährungsforschung. Bei Labormäusen können Ernährungsstudien systematisch durchgeführt werden. Man kann kontrollieren, was sie genau essen, wie viel sie sich genau bewegen, man kann sie Tag und Nacht überwachen. Bei Menschen geht das natürlich nicht. Deshalb kann man auch nicht direkt nachweisen, was ein bestimmtes Nahrungsmittel oder eine bestimmte Ernährungsweise gesundheitlich genau
auslöst. Man kann nur Zusammenhänge feststellen. Also man kann zum Beispiel feststellen, die Gruppe, die viele Karotten gegessen hat, ist nach 3 Monaten gesünder als die Gruppe, die keine Karotten gegessen hat. Das mag an den Karotten liegen, das mag auch an vielen anderen Dingen liegen. Und trotzdem wäre es falsch zu sagen, dass man mit Korrelationen keine Ursachen erschließen kann. Bei Zucker und Diabetes Typ 2 zum Beispiel gibt es inzwischen so viele verschiedene Studien, die sich gegenseitig bestätigen und die einhergehen mit allem, was wir über den Zuckerstoffwechsel wissen und herausgefunden haben, sodass man mit gutem Gewissen sagen kann, ein hoher Zuckerkonsum begünstigt Diabetes Typ 2. Was will ich jetzt damit sagen? Korrelation ist nicht automatisch gleich Kausalität. Aber Korrelation ist auch nicht automatisch ungleich Kausalität. Ne? Wenn ihr wissenschaftliche Zusammenhänge vernünftig einordnen möchtet, müsst ihr zuerst herausfinden, wie nah Korrelation und Kausalität beieinander liegen. Wenn ihr in Zukunft also über Behauptungen stolpert, die Kausalitäten beinhalten, wie zum Beispiel Vitamine machen schlau oder heiraten macht unglücklich, dann vermeidet voreilige Schlüsse, besorgt euch genügend Informationen und vergesst nicht euren gesunden Menschenverstand. Und nicht weggehen, ich muss euch noch was sagen. Freunde der Sonne, MyLab hat 2 Grimme Online Awards gewonnen. Einmal in der Kategorie Wissen und Bildung und den Publikumspreis. Ein Publikumspreis für ein Wissenschaftsformat hat es möglicherweise auch noch nicht gegeben. Science! Ich war fertig, Freunde der Sonne. Ich war fertig mit der Welt. Ich möchte mich also bedanken, aber auch dieser Kanal ist in den letzten Monaten so krass gewachsen, sodass ich es alleine nicht mehr schaffe, alle Kommentare zu beantworten. Aber ich lese sie noch. Aber bisher habe ich immer zumindest versucht, auf jedes Lob zu reagieren oder auf jede Glückwünsche und so weiter und mich persönlich zu bedanken, einfach weil ich es Hammer finde, dass sich irgendjemand die Zeit nimmt, um mir etwas Nettes zu schreiben, was mich dann wiederum motiviert. Deswegen hiermit ein kollektives Danke an euch. Ihr wisst schon, wer ihr seid. Wir sehen uns nächsten Donnerstag und bis dahin bleibt sicher.